Ich ist der Startpunkt, ich fange einfach mal an. Moin, schön, dass ihr hier seid. Ich bin Jörg Brüggemann und ich komme vom Digital Hub. Da bin ich jetzt seit 3 Monaten. Digital Hub SH, eine Initiative oder eine Gründung der Staatskanzlei. Wer eben Felix Gebauer zugehört hat, weiß spätestens dann, dass Schleswig-Holstein eine große und gute Digitalstrategie auf die Straße gesetzt hat und da auch viel auf Open Source setzt. Wir sind quasi in der Wirtschaftsförderung, Wirtschafts- und Technologietransfer Schleswig-Holstein aufgehangen, weil es darum geht, dass, wie Felix ja eben schon so schön gesagt hat, wir haben zwar Dataport als guten, wichtigen Partner, aber der große Riese kann nicht immer alles tun. Wir wollen dafür sorgen, dass auch auf breiter Basis Know-how in Schleswig-Holstein dabei entsteht und natürlich Open Source, die dementsprechend von mehreren Leuten eingesetzt werden kann. Wir sind tatsächlich ein überschaubares Team von 4 Köpfen. Ich bin heute nur aus Urlaubs- und Krankheitsgründen der Einzige, der hier sein kann. Das sind Alex, Anja, Liv und meine Wenigkeit, falls ihr mit uns zu tun habt. Das ist der Digital Hub Schleswig-Holstein. Und unsere Zielgruppe ist weit gefasst. Wir haben auf der einen Seite die öffentliche Verwaltung. Wir wollen aber auch irgendwie Vereine ansprechen, weil wenn es an große Sportvereine geht, wir haben gerade ein Projekt unterwegs, da geht es um Vereinsmanagement. Das ist ja auch ein Verwaltungsaufwand und da gibt es bisher keine allzu guten Open-Source-Lösungen. Da geht es darum, dass wir was entwickeln lassen wollen. Und wir suchen, das ist einer der Hauptgründe, warum ich hier bin, Multiplikatoren. Denn am Ende geht es darum, es ist ja irgendwie Open-Source, ist ja an vielen Stellen noch sein Huhuhu, das ist aber gefrickelt und das will ich nicht. Wir müssen irgendwie mal dafür sorgen, dass Leute verstehen, dass das weder eine eigene Software-Art ist, und noch eine Gefahr, da müssen wir irgendwie dann zusammen dran arbeiten. Ich habe hier, glaube ich, auch noch eine leicht Buzzword-lastige Präsentation, die ganz gut zeigt, dass unsere Kernaufgaben halt wirklich uns darum kümmern, dass wir nicht mehr hier auf Microsoft verhaftet sind, dass wir den Menschen dabei helfen, von Papier wegzukommen, auf Open Source zu setzen. Dafür gibt es, vielleicht haben das einige von euch gehört, das Landesprogramm Offene Innovationen. Das hat richtig gut funktioniert. Da haben 29 Institutionen aus ganz Schleswig-Holstein teilgenommen und gesagt, hier, wir würden da gerne Probleme gelöst bekommen, die dann nachher anderen zur Verfügung stehen. Das hat nicht nur großen Anklang bei uns gefunden. Das ist das Schöne auch für mich, der da arbeitet, in den 3 Monaten immer wieder zu hören, welch guten Ruf Schleswig-Holstein auf dem Weg in bundesweit erarbeitet hat. Wir arbeiten mit dem Zendis zusammen. Das ist die GmbH, die derzeit noch komplett, ich glaube, im Bundesbesitz ist, die aber planen, dass da Gesellschafter aus allen Ländern reinkommen, die irgendwie gemeinsam für eine sinnvolle Digitalstrategie stehen. Denn wir können ja nicht auf ewig von US-amerikanischen Wirtschaftsriesen abhängig sein. Das macht ja keinen Sinn. Die haben auch zum Beispiel Open Code. Die haben eine GitLab-Instanz. Das ist das Repo der öffentlichen Verwaltung, wo auch alles das, was wir fördern und finanzieren, entwickelt wird, nachher zur Verfügung gestellt wird, sodass der Code, das muss ich euch nicht erklären, offen ist. Darum geht es am Ende, denn wir wollen dafür sorgen, dass das am Ende ein bisschen reibungsloser für den Bürger ist. Also egal, ob ich jetzt mit der Verwaltung zu tun habe oder ob ich mit einem Sportverein zu tun habe, wer Papiere und DIN A4-Zettel in die Hand gerückt bekommt, ist eher unzufrieden. Und wir versuchen halt auf dem Wege der Open-Source-Schiene das umzusetzen und dabei aber auch aufzupassen, dass die Wirtschaft nicht vergessen wird. Denn das ist, glaube ich, der nächste Krux. Bloß weil Code frei ist, heißt noch nicht, dass der Einsatz kostenlos ist. Aber auch das muss ich hier nicht erzählen. Möchte keine Eulen nach Athen tragen. Ja, viel wichtiger ist, was wir denn so machen. Wir haben, wie ich gerade schon angesprochen, die ersten Open-Source-Projekte in Entwicklung. Da gibt es Dinge wie, dass Kindertagesstätten verpflichtet sind, Qualitätsmanagementmaßnahmen durchzuführen. Und das ist ein riesiger Papierkrieg. Und da wird jetzt eine App entwickelt, die dafür sorgt, dass an einer Stelle die Richtlinien eingekippt werden und dass die eine Prozessabbildung in der App haben und dass die Richtlinien und die Prozesse verknüpft werden, sodass, wenn sich was ändert, die Pädagogen einfach sehen, ah, guck mal, hier muss ich anfassen. Und nicht irgendwer durch den ganzen Ordner gehen muss. Wir haben eine Vereinsverwaltungssoftware, die entstehen soll. Unterschiedliche Kalenderansätze. Es soll den Smart-Kalender geben, der auf dem Activity-Pub aufsetzt, sodass man irgendwie föderiert die Vereine dann nachher auch verschiedene Kalender führen kann. Und die Gemeinden, die einfach ihren Bewohnern zeigen wollen, hey, was geht denn uns in der Gegend, einfach zusammensammeln können. Das ist eine ganz große Breite. Wir haben große E-Akte-Projekte für Kinder- und Jugendvereine dabei. Da passiert viel. Das wird alles nicht morgen fertig werden, aber ich gehe davon aus, dass wir irgendwann im nächsten Jahr die ersten Ergebnisse haben. Das nächste große Event, das wir planen, findet im Dezember statt. Da gibt es doch nähere Informationen zu. Und wir haben gerade noch ein Webportal in Arbeit.
das quasi so eine Matching-Plattform ist, da soll die Verwaltung eine Anlaufstelle haben, sagen, hey, wir haben folgende Probleme, dafür hätten wir gerne eine Lösung. Gleichzeitig können sich Unternehmen da einstellen und sagen, hey, wir können folgende Lösungen umsetzen und dann noch so ein bisschen nach Suche und Finde sich gegenseitig finden. Ein Prozess, den wir dann unterwegs irgendwie noch begleiten können. Manchmal gibt es da doch durchaus Übersetzungsherausforderungen, sodass wir da irgendwie zu Diensten sein können, wenn es funktioniert. Und so finden wir gerade raus, wie wir denn das Ziel für mehr digitale Souveränität durch Open Source zu sorgen, hilfreich sein können. Und da freue ich mich sehr, dass ich das tun darf. Ich habe den Job sehr gezielt gewählt, auch wenn ich noch einen Windows 11 Laptop in die Hand gedrückt bekommen habe. Und ja, wer möchte, kann bei uns Netzwerkpartner werden, digitalhub.sh. Falls Firmen anwesend sind, mindestens drei andere habe ich mir sagen lassen, sind schon hier. Und dann war es das eigentlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind der Digitalhub Schleswig-Holstein. So, und irgendwer eine Frage? Gut. Kann ich loslegen? Mhm. Gut. Dann, ich bin Andreas Gall von der B1 Systems und ich möchte unsere Firma vorstellen, hier auf der Kilux. Unsere Themen, wir wurden 2004 gegründet, das heißt, wir sind jetzt in diesem Jahr 20 Jahre alt. Wir haben den Fokus auf Open Source und Linux, ganz normal, sage ich mal, in manchen Welten. Wir haben ungefähr 150 Mitarbeiter und wir sind im Moment noch am Wachsen, also das heißt, wir stellen auch ein. Wir haben nationale und internationale Kunden, also das heißt, wir haben auch breit gefächertes Angebot. Wir sind unabhängig von Hardwareherstellern und von Softwareherstellern, weil wir benutzen halt Open Source, wir benutzen das, was da ist und was sich einfach, sage ich mal, in der Open Source Welt schnell und einfach installieren lässt oder was der Kunde halt haben möchte. Wir machen Consulting, das heißt, wir beraten unsere Kunden, wir installieren aber auch, also wir helfen den Kunden auch bei der Einführung von Produkten oder wenn sie Probleme mit ihren Produkten haben. Wir machen Training, das heißt, wir schulen auch die Mitarbeiter auf neue Software oder wenn irgendwie Defizite da sind, können wir die Mitarbeiter schulen. Wir bieten auch Managed Service an, also das heißt, man kann bei uns auch Services mieten. Und wir haben auch Support, also ganz normal über Ticketsysteme oder andere Systeme, Telefonanrufe, was einem da so einfällt. Wie unsere Mitarbeiter, die kommen aus der gesamten EU. Das heißt, wir unterliegen auch den EU-Datenschutzrichtlinien. Wir können auch die DSGVO, sage ich mal, einhalten, also was dort gefordert wird. Wir haben unsere Offices sind innerhalb von Deutschland. Wir haben welche in Rockholding, das ist unser Hauptsitz. Das ist unser Nabel der Welt sozusagen. Wir haben ein Office in Berlin, wir haben eins in Köln, in Dresden und in Jena. Und wir planen Offices in Hamburg und in München. Also ein Office ist für uns ein Ort, an dem wir Schulungen durchführen können für Kunden, wo aber auch Mitarbeiter arbeiten können, wenn sie nicht von zu Hause arbeiten möchten. Was wir an Themen, Schwerpunkten haben, ist natürlich künstliche Intelligenz, das muss man jetzt hier so nennen. Wir arbeiten mit den Open Source Sprachmodellen, dem Llama 2 und Ableitungen davon. Wir können dadurch DSGVO-konforme Alternativen zu den üblichen ChatGPT und anderen künstliche Intelligenzlösungen anbieten. Wir können den Leuten oder den Firmen, den Kunden können wir helfen dabei, ihre KI-Modelle zu optimieren und auf ihre Anwendung auch auf ihre Anwendungsfälle auch zu verbessern, sodass dass das Ding einfach besser funktioniert als so ein normales generatives Modell. Wir bieten Trainings dafür, wir bieten Beratungen dafür, wir helfen den Leuten, wenn sie KI einführen möchten in ihren Unternehmen. Wir entwickeln Chatbots und so weiter. Also die komplette Palette, die man mit künstlicher Intelligenz heutzutage machen möchte. Wir haben als weiteres Produkt
haben wir das Linux, haben wir ein Linux Client Management. Wir sind in der Lage, Linux-Instanzen in der Hybrid Cloud und On-Premise zu installieren, also tatsächlich auch von Remote zu installieren. Wir können Notebooks, mobile Arbeitsplätze, VMs und Appliances installieren und natürlich auch verwalten. Also das heißt, wir können dort auch Einstellungen, Software und Ähnliches von Remote, von einer zentralen Stelle aus verwalten. Wir haben die Möglichkeit, auch mehr Benutzersysteme auf Anmeldeservern zu verwalten. Wir können Desktops automatisieren, also das heißt, der Kunde kann zum Beispiel einen Laptop vorprovisionieren, an den Mitarbeiter schicken und der meldet sich dann bei dem Client-Management und wird dann fertig provisioniert. Also das können wir mit unserer Lösung machen. Wir können sowohl mit das Linux Client Management bei uns kann sowohl mit Ansible als auch mit Salt umgehen. Und wir haben ganz das, was heutzutage in der Softwareentwicklung üblich ist, also CI/CD und QAs machen wir auch. Wir bieten eine Private Cloud an für Kunden, die nicht zu den Hyperscalern oder in eine öffentliche Cloud gehen möchten, bieten wir OpenStack Installationen an. Wir haben da auch ein eigenes, wir entwickeln an dem OSIS IM mit. Der Vorteil von OpenStack ist, man braucht keine spezielle Hardware, also man kann das praktisch mit der Hardware betreiben, die man im Regal sowieso liegen hat. Wir können dadurch natürlich garantieren, dass die Datenhoheit gesichert ist. Also wer es im eigenen Rechenzentrum oder meinetwegen auch im gekühlten Raum hinterm Kühlschrank laufen lassen möchte, der kann das durchaus tun mit OpenStack. Und ich habe die komplette Gewalt über die Daten und über die Hardware natürlich auch dann. Wir nutzen dafür Standard-Software. Wir haben eine aktive Entwicklungsgemeinschaft, teilweise machen wir das auch selber, teilweise nutzen wir natürlich das, was auch aus der Community rauskommt. Also das ist so ein Geben und Nehmen so ein bisschen. Wir können die Storages von diversen Herstellern, da können wir uns praktisch dranhängen oder wir machen das halt eben mit Ceph auch mit, sage ich mal, Commodity Hardware. Wir können den Aufbau als Public oder Shared oder Private Cloud, so wie man das gerade haben möchte, oder vielleicht auch so geteilt, so halb und halb machen. Die Infrastruktur ist jederzeit erweiterbar, so wie man sich das von der Cloud vorstellt. Also wenn man einen Server dazustellen will, einen Compute Node, dann wird er einfach mit dazugestellt und wird mit eingebunden. Man kann auch Rolling Updates auf diese Art und Weise machen, also praktisch Rolling Updates auf der Hardware-Seite kann man so machen. Das ist durchaus möglich mit OpenStack. Wir können dafür auch Infrastructure as Code benutzen. In der Regel benutzen wir dafür meistens Terraform oder Ansible. Wir arbeiten uns derzeit bei OpenTofu ein. Wir bieten die Anmeldung an die eigene Cloud, passiert über Single Sign-On. Über ein Webinterface. Genau. Unsere Kunden, die das nutzen, sind derzeit das Landesrechenzentrum Thüringen, Audi und BASF zum Beispiel. Ein weiteres Produkt, was wir stark unterstützen können, ist KeyCloak. Das ist eine Single Sign-On-Lösung auf Open Source Basis. Kann man benutzen für entweder, dass man irgendwie seine Webanwendung anbinden möchte oder halt eben auch seine Cloud-Umgebung anbinden möchte. Das läuft dann so ab, dass man praktisch sich an der Webseite anmeldet, der geht dann zum KeyCloak, kriegt einen Key und oder der stellt dann sicher, dass der Mitarbeiter sich anmelden kann. Und wenn der Mitarbeiter sich einmal angemeldet hat, kann er das auch auf weiteren Webseiten machen, weil er einfach praktisch seinen Token refresht. Wir bieten dafür Support an und natürlich auch Betrieb. Also das heißt, wir können das auch installieren. Wir helfen den Unternehmen, wie ich anfangs schon gesagt hatte, auch bei der Implementation von so einem KeyCloak. Wir können auch dabei helfen, den KeyCloak weiter abzusichern, sodass man auch bestimmte Standards wie BSI-Standards und Ähnliches erfüllen kann.
das, was ich eben schon sagte, Architektur, Implementierung, Training. Also das heißt, wir trainieren dann auch die Admins, die das Ganze dann bespaßen sollen. Die kriegen dann von uns auch das Training. Also die kriegen dann auch Informationen, wie sie dann damit richtig umgehen können. Genau, das ist im Grunde das, was wir machen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Die Startschwierigkeiten. Herzlich willkommen. Mein Name ist Holger Frank. Ich bin Geschäftsführer von Bergwerk IT und darf in Stellvertretung für Univention die Firma und deren Identity Access Management kurz vorstellen. Wir sind langjähriger Univention-Partner, seit einem Jahr auch Certified-Partner, einer von 6 Certified-Partnern von Univention. Und genau, Univention ist ja selber Partner der Keylux. Die Agenda ist relativ übersichtlich. Ich kann auf die einzelnen Punkte auch nur ganz kurz eingehen. Ich will aber gerne auf den Vortrag von meinem Kollegen Toro Plagemann um 14 Uhr auch in diesem Raum verweisen. Da geht es nochmal genauer um die Rolle des IAMs und die Funktionsweise. Und wer da Interesse hat, kann da eben nochmal vertiefte Informationen sich abholen. Zeit für Fragen werden wir wahrscheinlich auch nicht haben, aber wir haben unten einen Stand. Und da können wir auch was über unsere Firma nochmal erzählen und über die Zusammenhang. Also sind ganz herzlich willkommen am Stand. Da können wir weitergehen. Genau, also ich habe vorhin im Vortrag schon gehört, dass CIT hier in Schleswig-Holstein arbeitet eng mit Univention zusammen. Da werden einige die Firma kennen. Trotzdem für alle anderen kurze Fakten zu Univention. Ist 2002 gestartet mit dem Univention Corporate Server, damals als Pendant zum Small Business Server. Hat den Hauptsitz in Bremen. Und der Slogan, genau, man sieht die Tasse, Be Open, sagt eigentlich alles. Wir freuen uns jedes Jahr im Januar, Februar auf den Univention Summit. Da treffen sich dann so namhafte Hersteller von Open Source und man kann immer so die aktuellen Trends und Entwicklungen dort abfassen. Also auch eine andere Veranstaltung, aber ich kann es nur empfehlen, wirklich sehr schön. Und das Schlagwort, was auch schon öfter gefallen ist hier im Rahmen digitale Souveränität, ist auch ein Anliegen von Univention bzw. Peter Ganten, dem CEO von Univention. Die Lösung verwaltet mittlerweile eben 35 Millionen Identitäten in über 14.000 Organisationen. Und man sieht unten jetzt das UCS noch als Logo, aber daneben tauchen schon andere Logos auf, also Nubus und UCS at School. Da gehe ich jetzt immer kurz drauf ein. Ich fange mal mit UCS at School an. Das ist der Bereich, in dem Univention in den letzten Jahren sich stark entwickelt hat. Das ist die Lösung für den Bildungsbereich, nicht nur für Schulen, sondern auch eben für Schulträger oder ganze Landeslösungen. Wir selbst dürfen in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg dort unterstützen. Genau, da kann ich, wie gesagt, am Stand näher was zu sagen auch. Kernpunkt von der Lösung ist ein Identity and Access Management. Worum geht es? Ich habe Schüler, Lehrer, verschiedene Rollen, Gruppen. Ich muss irgendwie gucken, wie die auf Ressourcen zugreifen, auf Geräte, auf Netzwerke, WLAN, Softwarelösungen. Und das regelt eben, kann ich wunderbar mit dem Backend von Univention eben regeln. Die haben da verschiedene Lösungen zusammengebracht. Und das Schöne an der Lösung ist, es ist flexibel und maßgeschneidert. Das heißt, ich kann es wirklich auf unterschiedliche Organisationsgrößen zuschneiden und anpassen. Den Kern von dem Univention at School, das IAM, haben sie jetzt nochmal neu gelabelt mit Nubus. Nubus, es soll eben auch für größere Umgebungen gedacht sein, ist skalierbar und bündelt eben dieses IAM nochmal und das SSO. Jo. Hier nochmal ein Blick, wie es konkret aussieht in der Schule. Dann bei uns in den Lösungen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist hier noch eine dritte. Das ist neben dem Schulamt nochmal eine dritte Ebene, nämlich Land oder Ministerium. Und dort sind die zentralen Daten, die kommen ins IDM rein und dann werden die repliziert auf die kommunale Ebene beziehungsweise dann runter zur Schule. Und die Lehrer und Schüler an den Schulen können dann eben darüber zum Beispiel an diese Lösungen sich einloggen, die dann angekoppelt sind. Das ist nochmal das letzte Passwort hier. Die Broker ist nochmal dafür da, wenn ich jetzt eine Lösung habe, das ist ein Vermittlungsdienst. Wenn ich Lösungen habe, die nicht in meiner Kontrolle sind, kann ich dann auch über den ID-Broker diese Nutzererkennung pseudonymisiert weitergeben und auch den Nutzern ermöglichen, dass sie sich dort einloggen, ohne dass ich Daten darüber schiebe. Jetzt nochmal kurz eine Übersicht der Referenzen. Sind insgesamt 70 Schulträger, die mittlerweile die Lösung einsetzen, auch in Verbindung mit anderen Systemen vor Ort wieder. Wir sind eben, wie gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg aussagefähig und können auch weitere Einblicke geben gerne.
Das war es im Grunde schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich will noch nicht rausgehen. Ja, herzlich willkommen zu den Kieler Open Source und Linux Tagen. Mein Name ist André Mehrens und ich bin Teil des KIDS-Teams. Und KIDS ist der Ort, wo wir hier alle gerade sind. Und KIDS ist ein Technologiezentrum, eins von 16 Technologiezentren in Schleswig-Holstein. Und wir haben hier 8000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Über 90 Hightech-Firmen sind hier ansässig. Und ich bin sehr happy, dass ihr alle hier seid, dass die Kieler Open Source und Linux Tage hier sind. Open Source und Linux begleiten wir schon seit 22, 23 Jahren, also sehr, sehr intensiv, sind immer dabei geblieben, haben immer an Linux geglaubt und freuen uns, dass diese tolle Veranstaltung hier stattfindet. Nochmal kurz zum KIDS zurück. Wir unterstützen junge Gründerinnen und Gründer bei ihren ersten Schritten in den Markt. Und wenn ihr quasi... Wir stehen an eurer Seite. Wir gucken nach Finanzierungen in unserem Netzwerk, wir gucken nach Unterstützungsangeboten in unserem Netzwerk. Wir haben viele Räumlichkeiten hier. Wir vermieten kleine Büros von 20 Quadratmetern, 16 Quadratmetern bis größere, 30 Quadratmeter. Dann können die Firmen hier vor Ort wachsen, variabel. Und im Idealfall ziehen die Firmen dann aus und KIDS aus und siedeln sich dann in der Stadt an, in Kiel. Und dann ist der Wandel zur Wissensgesellschaft vollzogen und wir sind happy, dass das schon seit 1996 so funktioniert und dass wir so gut getragen werden im Netzwerk. Und wie gesagt, zum dritten Mal, ich freue mich stellvertretend für mein Team, dass wir alle heute hier sind, dass wir Linux weiter voranbringen und würde mich auch freuen, wenn ihr die nächsten Jahre mit dabei bleibt. Das war's ganz kurz und knapp. Vielen Dank.